Hey Tenos, in diesem Video werden wir jetzt zum ersten Mal die befallene Tür mit Nidus öffnen. Ich habe keine Ahnung, was da auf der anderen Seite ist, also lassen wir uns mal überraschen. Sadly, this vile mass serves you and your warframes a necessary evil. Okay, die Textline kannte ich schon. Die war schon geleakt, weil man hier früher mal durchbacken konnte, aber der Raum ist jetzt wirklich neu. Und cool. Vile. Putrid. This thing is responsible for biological functions of the orbiter. A strange design. Why would I be built with such a flaw? Das frage ich mich auch gerade. Man kann sich da draufsetzen? Operator, no! Have you lost your mind? What the fuck? What was that? Is it talking? What did it say? Holy shit. Das war strange. Schade, kann mich nicht nochmal draufsetzen, okay? Also, das ist eine geile Überleitung. Also, da wird noch einiges dran anknüpfen, glaube ich, dass man hier den Raum wieder voll bepowert. Nee. Also wieder das volle Potenzial entwickeln kann. Wir haben ein Aquarium im Schiff. Okay. Gut. Ja. Also der befallenen Raum ist wirklich cool. Hat anscheinend leider noch keine Funktion, aber das Ding hat echt Potenzial. Da freue ich mich schon drauf, was da passieren wird. Eine Sache, die ich jetzt noch nachschauen wollte. Ja, sobald man sich der Tür nähert, geht Nidus voll auf. Das bedeutet maximales Combo-Level. Und hier kann man sich dann mal schön anschauen, wie er dann aussieht, wenn man das Maximum erreicht hat von der Transformation. Okay, ich hoffe, dieser Spoiler hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir ein Abo und ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.